Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zu unserem letzten Teil des Tutorials. Ja, wir waren jetzt schon ein bisschen in Crusader unterwegs und wie man dem Schiff so schön ansieht, hat es einige Schäden davon getragen von den letzten Einsätzen. Außerdem brauchen wir Munition und Treibstoff und deshalb sind wir eben natürlich auch hier, nämlich natürlich in der Nähe der Cryastro Stations. Und da wird uns der Weasen jetzt hinfliegen und mal zeigen, wie das Reparieren funktioniert. Hey, hey. So. Mhm. Da kommt schon die Ansage. Also, wie gesagt, wir sind stark beschädigt und wir sind direkt vor der Cryastro Station. Ich besorge mir jetzt als erstes mal das Landing-System mit der Taste N. So, da blitzen die ganzen Landeplattformen auf. Jetzt kann ich mit I und K für All Targets, könnte ich auch durchschalten. Von I fängt dann an von oben, von dem nächsten Ziel zum weitesten entferntesten Ziel und K wäre dann quasi die Landeplattform wieder zurück. Und ich schalte jetzt schon mal sicherheitshalber um mit der Taste V auf den Precision Mode, um etwas langsamer zu sein, beschleunige. Jetzt kann ich auch mit rechts-links Straving noch so ein bisschen die Position ändern, dass ich gut reinkomme. Oh, noch ein bisschen vielleicht, sowas. Und dann kann ich auch mit Steuerung runterstraven. Die fliegt sich jetzt nicht mehr so schön durch die Schäden, die wir haben. Ich merke das tatsächlich schon. So. Und da drücke ich F und kriege Landeerlaubnis. Das heißt, da geht unten ein kleiner Navigationscomputer auch auf. Jetzt kann ich mich hier so rein eiern. So, alles ausgeschaltet. Er fängt mich jetzt automatisch ein. Ich rolle mit Q noch ein bisschen so, korrigiere. Und kann jetzt mit Alt-GRN die automatische Landung aktivieren. Ich zeige es mal ganz kurz im Bild. Es wird oben auch angezeigt hier. Alt-GRN automatisch. Ich kann es aber auch ausschalten mit Alt-GRN. Dann kann ich natürlich mit Steuerung oder mit Space auch manuell landen, wenn ich das möchte. Ich mache es, weil das Schiff jetzt beschädigt ist, mit Alt-GRN automatisch. So, und da geht das Mobiglas schon auf mit der Cryastro Repair, ja, Funktion oder mit den möglichen Sachen, die hier gemacht werden können. Wir haben hier einmal Repair als angeboten für die Hülle und die Komponenten. Restock ist dann für die verbrauchte Rakete, die ich abgefeuert habe. Ich glaube, es war jetzt eine Rakete, die ich abgefeuert habe. Man sieht, die sind recht teuer mit 900 UECs. Sollte man sich dann auch bei Missionen überlegen, ob man die wirklich einsetzt gegen NPCs, weil dann lohnt sich die Mission schnell nicht mehr. Oder halt Refuel ist auch eine Option für den Treibstoff, den ich verbraucht habe. Ich kann dann alles anwählen. Oder aber ich kann auch einmal nochmal euch zeigen, da müsste ich halt Confirm drücken, dann würde ich das bezahlen. Wenn ich jetzt hier Cancel drücke, dann kann ich das Ganze aber auch manuell erreichen, das ganze Menü. Ich drücke einmal F1 fürs Mobiglas, dann öffnet sich das. Und dann finde ich hier im großen mittleren Feld, finde ich hier auch nochmal die Option Cryastro, weil wir gerade hier angekoppelt sind oder hier stehen. Drücke ich drauf, linke Maustaste und komme in dasselbe Menü. Die Funktion ist vor allem sehr praktisch, wenn man in Multicrew-Schiffen unterwegs ist, weil da können dann auch andere Leute, die auf einem festen Brücken Platz sitzen, können auch die Reparaturkosten übernehmen und können auch über das Mobiglas auf die Cryastro-Reparaturfunktion zugreifen. Mhm, das heißt also, um genau zu sein, in der Constellations können es die ersten drei Crewsitze vorne, der Pilot und die beiden links und rechts daneben, und in der Starfarer können es die beiden Piloten, also Pilot und Co-Pilot und der Captain. Perfekt, so, und ich werde jetzt, habe alles ausgewählt, alle drei Punkte, drücke Confirm und die Reparatur startet. Ja, Crusader Security ist schon wieder ein bisschen panisch um uns herum. Ja, da sind sie auch, die kleinen Reparaturdrohnen. Man kann ja an der Stelle sagen, dass diese Art von Reparatursystem nur ein vorläufiger Build ist. Das ist noch nicht so, wie es später auch laufen wird im PU. Das ist jetzt alles vorläufig, so lange, wie es noch keine einzelne Komponentenreparatur gibt, ne? Genau, wir sehen jetzt im HUD, es wurde einiges repariert, ein paar Schäden werden noch angezeigt. Ich glaube aber, das ist jetzt gerade ein Fehler, der nicht... Ja, danke. Ja, ich glaube, dass das HUD gerade nicht aktualisiert wurde. Das heißt, man könnte jetzt auch einmal hier aussteigen und nochmal einsteigen und dann würde man sehen, ob Schäden wirklich noch vorhanden sind.
Ich starte schon. Apropos aus- und einsteigen. Das können wir auch noch mal kurz sagen, während du startest. Denn tatsächlich kann man auch, wenn hier aussteigen und nicht nur dann hoffentlich in Zukunft mal irgendwann eine Bockwurst holen, sondern man kann auch das Port-Modification-System nutzen. Das also, das heißt, das Loadout des Schiffs verändern auf CryAstro. Aktuell muss man dazu sagen, ehrlicherweise, es ist noch sehr buggy. Es funktioniert nicht immer hundertprozentig. Zum Teil nimmt er eben die Waffen von der einen Seite und baut sie an die andere Seite an. Das ist noch nicht perfekt, aber es geht schon mal und es wird in Zukunft stabiler werden. Und wenn ihr mehr über das Port-Modification-System wissen wollt und wie ihr das an dem Schiff benutzt, dann guckt doch mal ins Tutorial Folge 2 rein. Da erklären wir das nochmal ausführlich. Sehr gut, genau, das stimmt. Manchmal ist es halt hier so ein bisschen fehleranfällig noch, ne? Das System. Ja. Ich würde sagen, der Abstand reicht. Wir haben nämlich was ganz Wichtiges noch gar nicht gezeigt. Mhm. Und das wäre nämlich jetzt tatsächlich halt, da wir jetzt am Ende sind, die Ausstiegsmechanik, das heißt Ejection und auch die Selbstzerstörung und wie man respawnt. Das sind so die Punkte, die brauchen wir natürlich auch, wenn was schief läuft. Das werden wir jetzt vorführen, das heißt, da wir die Mission schon gemacht haben, da wir euch alles gezeigt haben, den Raumkampf, das Fliegen, das Geld verdienen und das Reparieren, werden wir uns jetzt leider von dieser wunderschönen Hornet verabschieden müssen. Aber ich zeige euch jetzt an erster Stelle erstmal, wie man die Selbstzerstörung aktiviert. So, das ist nämlich ganz einfach. Es ist Alt-GR und Backspace. Ihr werdet jetzt kurz halten müssen, damit es funktioniert. Alt-GR, Backspace. Und dann zählt er runter 10 Sekunden. Man sollte seinem Co-Pilot Bescheid sagen. Ja, das macht sich immer besser. Stärkt das Vertrauen. Stärkt das Vertrauen der Piloten. Ist halt so, viele Schiffe haben gar keine Steuersitzmöglichkeiten. Und da ist natürlich der Selbstzerstörungsmodus momentan, spielt noch eine Rolle. Später wahrscheinlich auch, damit Piraten dann das Schiff gar nicht in die Hände bekommen. Ne? Dann gibt es jetzt natürlich noch die Möglichkeit, dass wir das Alt-GR Backspace im FPS benutzen, on-foot benutzen. Da würden wir dann halt einen Force-Respawn machen, dass wir halt einfach sterben und dann auf Port Odessar wieder respawnen können. Jetzt kommt der Augenblick der Wahrheit, Sawyer. Ich weiß ja nicht, wie oft du schon ausgestiegen bist. Wir machen jetzt mal hier einen kleinen... Zu oft. Zu oft, viel zu oft. Ist schon Routine, ist schon Standard. Wir machen jetzt das Ejection. Das heißt, den Schleudersitz benutzen wir jetzt. Gerade bei Jägern eine sehr wichtige Funktion. Und dafür müssen wir nur Alt-GR-L double-tappen. Double-tappen ist eine Sicherheitsfunktion, dass man nicht aus Versehen draufkommt. Wenn man gerade hier rumspielt, halt mit anderen Funktionen, die da in der Nähe liegen. Da lohnt es sich gegebenenfalls auch drüber nachzudenken, die Taste vielleicht woanders raufzulegen, ja, auf eine Maus oder irgendwo auf eine andere Kontrolle, wo man halt etwas schneller den Schleudersitz aktivieren kann. Aber ich aktiviere jetzt Alt-GR, Double-Tap, Alt-GR L. Es ist Alt-GR als Double-Tap und dann sollte es funktionieren. Festhalten. Wuhu! Und raus. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den Sawyer wiederfinde. Ja, oh, da ist er. Direkt. Hier, ja, wusste ich nicht, dass es so gut funktioniert. Ja, ich wurde beinahe vom Sitz erschlagen, aber ansonsten... sah es gut aus. So, ich mache jetzt nochmal die Taschenlampe an, einmal T gedrückt, damit wir uns besser finden und ich kann dir Lichtzeichen geben, ne? Hier. So, ja, hinter dir. Ja, da. Genau. Cool, das funktioniert. Erstaunlich. Ein gutes System, auch gut, dass der Pilot seinen Co-Pilot mit rausfeuert. Ich glaube, ja, das war nicht immer so, ne? Sehr sinnvoll. Kollegial. Ja, man müsste jetzt nur noch überlegen, eigentlich müsste da ein Intervall drin sein, ne? Dass man nicht aus Versehen sich gegenseitig trifft, aber ich bin, glaube ich, auch vorgeflogen, ne, sogar, ja, tatsächlich. Ich glaube auch, ja. Gut. Das sah auf jeden Fall cool aus. Ja, normalerweise würden wir jetzt natürlich Crash rufen, um uns hier rauszuholen und im Wall aufzusammeln. Später mit Rescue Beacons wird das auch problemlos möglich sein. Aktuell ist es noch sehr schwierig, seine Position so mitzuteilen. Da wir aber den Teil jetzt gezeigt haben und Weezen ja schon mal angedeutet hat, dass es auch einen Forced Respawn gibt, das heißt etwas, womit ihr augenblicklich sterben und respawnen könnt, jetzt gerade in der Alpha auch noch ohne große Konsequenzen, werden wir euch das jetzt erzählen. Das ist im Endeffekt das gleiche wie die Selbstzerstörung zu aktivieren, nämlich im FPS-Modus dann eben Alt-GR und Backspace und ich glaube, das machen wir jetzt beide mal. Machen und wir jetzt. Gucken, dass wir noch ein bisschen Geld auf den Kopf hauen und euch das auch noch zeigen. Gut. In diesem Sinne, let's respawn. Let's respawn, ja. Alt-GR, Backspace. Ja. Hat funktioniert. Yep. Da war Feierabend. Trauriges Bild. Wenn man natürlich Hilfe braucht im Verse, dann kann man auch einfach mit F12 den Chat öffnen und sich vielleicht jemanden suchen, der einen rettet. Ja. So die andere, schönere Variante des Ganzen. Und da bin ich wieder. Und ich bin in Zivilklamotten aufgewacht. Das passiert mir, ehrlich gesagt, meistens, wenn ich selber respawnen muss. Dann wache ich immer in den Zivilklamotten wieder auf. Das heißt, Obacht, wenn ihr jetzt einfach rausrennt ins Universum, dann kann es sein, dass ihr erstickt.
Ich würde sagen, wir führen euch mal kurz die Shops jetzt vor. Ich gehe mal wieder runter in die Lobby. So. Und da würde ich sagen, gehen wir als erstes, dann lass uns doch als erstes zum Kasaba-Eimer gehen, ne? Können wir machen, ja. Ja, bin ich richtig? Ja, ich bin richtig. Ich das ist jetzt hier die kleine Version. Es gibt auf dem Social Modul A-Corp gibt es dann auch nochmal einen größeren Store. Aber soweit ich das sehe, sollte es eigentlich hier alles geben. Es ist nur ein bisschen beengterer Raum, wie es eben für eine Raumstation auch im Endeffekt klar ist. Ja, und im Endeffekt kann man hier schon viel erklären. Also wie ihr zum Beispiel seht, der Weasen hat ein Cappy auf dem Kopf. Wem dieses Cappy nicht gefällt, der kann momentan, die dann noch ein tatsächliches Inventar für den Charakter fehlt, sich einfach das entsprechende Cappy hier raussuchen. Hab's schon. Ja, dann kannst du ja mal erzählen, was man da macht. Genau, ich habe jetzt, hier tatsächlich die Option, da ich es ja schon besitze, einfach, also Unequip ist schon ausgewählt. Ich kann jetzt F drücken und dann legt er es weg. Also da hat er es quasi nicht mehr an. Ja, ich drücke jetzt einmal F, zack, und weg ist es. Sollte jetzt weg sein, Zeuer, siehst du es? Ja, ist weg. Perfekt. Ich kann natürlich jetzt auch hier mit dem Mausrad quasi runtergehen, eins, auf Equip Now, dann hätte ich es wieder an, oder Try On. Ja, wenn ich nach oben jetzt hier gehe, Try On und F drücke, dann habe ich so eine Außenperspektive und da kann ich dann einfach mit der Maus den Charakter sich drehen lassen. Und die anderen sehen es auch. Also ich sehe jetzt auch, wenn du das nur anprobierst und danach wieder ablegst, sehe ich auch, wie du damit aussiehst. Das heißt, Modetipps geben geht schon. Perfekt, ganz wichtige Option. Aber ich sehe dich nicht mehr, Sawyer. Wahrscheinlich stehst du auf der anderen Seite vom Tisch, ne? Vor mir wahrscheinlich irgendwo. Ich, ja, genau, da bin ich. Ja, da siehst du so, genau. So, wieder F gedrückt und ich bin wieder im normalen First-Person-View. Genau, und wenn ich Equip Now drücke, aber ich mach's mal hier nochmal ein anderes Objekt, was mir vielleicht auch gefällt. So viel Zeit muss sein. Ich nehme mal dieses Sakko hier, das blaue. Try on, F gedrückt. Gefällt mir. Ja, die Hose ist jetzt schwierig, ja, aber so viel Zeit haben wir jetzt hier für das nicht. Ich kaufe das jetzt einfach mal, ja, der Ordnung halber, F gedrückt. So, es ist wieder, hängt wieder da. Und ich kann jetzt hier jetzt runtergehen, bei F drücken, dann geht jetzt Mobiglas auf, ich sehe die Kaufoption und Equip Now ist ausgewählt. Später wird es auch möglich sein, es direkt quasi ins Inventar zu überführen oder in den Hangar zu überführen. Dafür ist der Deliver To zuständig und jetzt kann ich hier natürlich einfach Confirm Purchase drücken. So, zack, was kostet, was soll der Geiz? Und ich kriege die Abrechnung und sehe, okay, hier ist mein neuer Kontostand und mein Charakter trägt diese wunderschöne blaue Sakko, was jetzt halt Sawyer nicht besonders zusagt. Ja, ist nicht mein Style, aber das mein Style kommt wahrscheinlich sowieso erst später richtig ins Spiel. Sehr schön gemacht. Also, um es zusammenzufassen, ihr habt noch keinen persönlichen Inventar, wo ihr selber auswählen könnt am Charakter, das ziehe ich an, das ziehe ich nicht an. Oder auch einen Überblick wirklich kriegt. Ihr müsst euch zu diesem Zeitpunkt der Alpha noch merken, was ihr auch gekauft habt und dann eben entsprechend im Store an- und ausziehen. Das gilt nicht nur für den Kasaba Outlet hier oder auf A-Corp, sondern auch für die beiden anderen Geschäfte, die wir hier noch haben. Übrigens, die NPCs sind noch stumm. Das ist dann das Subsumption-Update, was auch den NPCs ein bisschen Leben einhauchen soll. Und von daher würde ich sagen, wir gehen jetzt nochmal in die anderen beiden Läden. Die befinden sich nämlich gegenüber auf der anderen Seite von dem Terminal. Und da haben wir einmal zur linken Live Fire Weapons. Hier werden die Waffen verkauft. Auf der rechten Seite ist Garrett Defense und da werden die Rüstungen verkauft. Und Weasen, such dir was aus. Wo wollen wir als erstes hin? Na komm, lass einmal hier live. Ne, vielleicht erst die Rüstung, ist vielleicht besser. Komm, ja, dann komme ich aus dem Sakko wieder raus. Gut. So. Und zwar sehen wir hier schon die volle Auswahl. Es sollten jetzt 12 Stück sein. EVA-Suits und Rüstungen, ja, die sich hier gegenüberstehen. Das sind die Rüstungen. Einmal Made oder Design Outlaw, einmal Design Marines oder Security. Und da gibt es jetzt ganz unterschiedliche Preisklassen. Ja. Jeder hat standardmäßig diesen ersten Odyssey Flight Suit. In Beige oder in Ocker, ich weiß es nicht genau. Der ist halt das Standardmodell, den findet ihr in eurer Schlafkabine im Spind oder auch an jedem Shot, auch dort in dem Spind drin, könnt ihr den anziehen. Dann gibt es halt noch ganze Variationen noch von EVA-Suits, von Rüstungen, da gibt es auch sehr teure hier für 20.000, die schwere Achilles-Panzerung. Wie die jetzt gekauft werden oder wie man die jetzt anprobiert, das haben wir euch ja schon erklärt. Genau. So, ich lege mal eben eine an, die ich schon mal gekauft habe. Mhm.
So, F gedrückt, Equip Now. Und hat funktioniert, ne? So wie es aussieht. Hat funktioniert. Man sieht's, du hast sie auch direkt an. Perfekt. Genau, ich mach das gleiche mal mit einer Rüstung, damit man den Unterschied so ein bisschen sieht. Nehme also mir jetzt hier mal die fette Marine-Panzerung, die mich immer so ein bisschen an unseren Kollegen Dose erinnert. Zumindest ist das sein Favorite. Schön brachial. Sehr brachial. Und jetzt brauchen wir noch die richtigen Waffen dazu. Und die finden wir eben gegenüber. Standardmäßig hat man erstmal die Arclight Pistol dabei. Die hat jeder auch automatisch. Die braucht ihr nicht zu kaufen. Ansonsten, wenn ihr was weiter oder die ballistische Pistole, Medpens oder eben die Waffen haben wollt, dann findet ihr das hier. Medpens sind tatsächlich aktuell noch kostenlos. Die kann man sich noch so holen. Zumindest war das mein letzter Stand. Und ansonsten zu den Waffen. Die haben verschiedene Slots. Man legt die an und ab, genauso wie man Kleidungsstücke an und ablegt. Das haben wir schon gezeigt. Aber die haben am Charakter verschiedene Slots. Das heißt, wenn ich mir hier die P4AR Ballistic Rifle nehme, indem ich einfach auf Equip Now und dann F drücke, dann sehe ich sie vor meinen Charakter geschnallt. Und jetzt gibt es da so einen kleinen Trick, beziehungsweise so etwas, was man beachten muss. Und zwar muss man darauf achten, dass wenn die Waffe ausgewählt ist, dass die auch ein Visier drauf hat. Das sieht man außen optisch. Hier kann man sie in Port Olisan nicht ziehen, das heißt, man muss die Waffe immer angucken, wenn die spawnen, gerne mal ohne Visier, und dann hat man halt einen sehr, sehr glatten Lauf und fühlt sich ein bisschen wie mit dem Vorderlader. Da muss man auf jeden Fall drauf achten, das gilt für alle Waffen aktuell. Und gleichzeitig kann man eben dann noch sehen, dass wir die anderen Waffen, die wir hier haben, wie zum Beispiel die Devastator Shotgun, wenn ich die jetzt anlege, dann nimmt die nicht den gleichen Slot ein, wie zum Beispiel die Ballistic Rifle, sondern sie klebt auf dem Rücken, was dazu führt, dass eben beide Waffen tragbar sind gleichzeitig. Und wenn wir es jetzt richtig übertreiben wollen, dann machen wir uns jetzt wirklich zum voll ausgestatteten Kampfmonster. Und dann holen wir uns zum Beispiel noch die Arrowhead dazu, und die nimmt wiederum einen dritten Slot ein. Das bedeutet, theoretisch trage ich jetzt vier Feuerwaffen bei mir, nämlich einmal die Ballistic Rifle vorne an mir dran geschnallt, einmal Faustfeuerwaffe, die ich am Oberschenkel trage, und die beiden Langwaffen, die hinten drauf klemmen. Das heißt, man kann schon ziemlich ausgerüstet ins Worst-Case Reason, oder? Ich halte das für ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Vor allem sitzen in Raumschiffen ist bestimmt nicht mehr so angenehm mit den ganzen Dingern da hinten drauf. Aber wenn man es braucht, ja, wenn man was beweisen will, dann bitteschön. Ich wollte es nur mal erklärt haben, es geht. Ja, ist ja gut. Ich bin tatsächlich Fan von der kleinen Rifle vorne, weil die scheint mir noch beim Fliegen am angenehmsten zu sitzen. Ja, das ist wahrscheinlich wahr, ja, die da hinten, das ist war eine andere Geschichte. Aber wir sind, glaube ich, durch mit dem Tutorial, oder? Würde auch sagen, und wir machen das in Zukunft auch, natürlich, wir machen das so in Zukunft, dass wir, wenn neue Updates kommen, wenn neue große Major-Patches kommen, wenn die Tastenbedingung sich ändert oder halt ganze neue Mechaniken ins Spiel ihren Weg finden, dann werden wir natürlich diese Reihe wieder updaten und eventuell nochmal alles von vorne drehen. So ist es, genau. Ja, und bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst uns Kommentare. Wenn wir was vergessen haben, schreibt uns das gerne rein. Dann können wir es entweder direkt im Kommentar aufklären oder sogar noch eine weitere Folge drehen, je nachdem, was uns da entglitten ist. Von daher herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Abonniert den Channel, wenn ihr bei Star Citizen up-to-date bleiben wollt. Schaut in die anderen Tutorials rein, wenn ihr wirklich noch mal von vorne noch mal was nachgucken wollt oder noch mal von vorne sehen wollt, wie sich das alles ergibt zusammen. Und ansonsten schreibt uns Kommentare. Liked oder disliked die Episode und Schluss und letztendlich, wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Vielleicht findet ihr da einen Reward, der euch interessiert. Das würde uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, und Wiesen und Sawyer verabschieden sich mit einem gemeinsamen 3, 2, 1 und See you on the flight deck!